Hallo und herzlich willkommen zum SHK TV Magazin. Beste Stimmung, traumhafte Bedingungen, schnellste Rennzeiten. So kann man den diesjährigen SHK Ski Cup des Krammer Verlags auf einen Nenner bringen. Mehr als 150 Teilnehmer kamen dafür nun schon zum 12. Mal nach Sölden in Tirol. Nachdem am Donnerstag auf der Riesentorlaufstrecke trainiert werden konnte, meisterten am Renntag über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Weltcup-Hang. Ich wünschte, da viel mehr Frauen würden das Snowboard fahren, weil das ist voll der Spaß und ja, man sieht ja Gaudi hoch 10. Ne? Ich fahre schon länger Snowboard. Okay. Und das erste Wettbewerb, wo ich mal mitmache, und hat gleich Spaß gemacht. Also das habt ihr richtig gut hingekriegt. Super Piste, klasse Wetter, beste Sichtverhältnisse, großes Lob an euch. Super, echt klasse. Es macht Spaß, also es ist perfektes Wetter. Und ja, da kann man schon schnell fahren. Bei dem Traumwetter ein super Tag, so auch das Rennen. Perfekt alles. Cool war's. Dass die Strecke für jedermann und damit für jedes Alter geeignet ist, zeigt die Altersspanne der Teilnehmer. Von 8 bis 80 war man begeistert. 80 Jahre, kaum zu glauben. Und trotzdem immer wieder dabei. Sensationell. Musste das mit den 80 Jahren sein? Okay, es ist so. Und es macht halt einfach Freude. Freude, Ski zu fahren, Freude auf diesen Pisten, Freude mit euch. Darf ich fragen, wie alt du bist? 8. Gut, sehr gut. Also alles hervorragend. Wetter und Organisation, sehr gut. Also die Strecke war sehr gut, das Wetter sehr gut, passt alles. Das Wichtigste war für mich, dass ich unten einen Schnaps kriege. Deswegen habe ich mich so beeilt. Ja, gut, schön, kalt, griffig. Wunderbar, herrliches Wetter im Gegensatz zum letzten Jahr, viel besser. Ja, du hättest mir vielleicht die Ski besser präparieren sollen. Ja, das mache ich dann nächstes Jahr, okay? So, super, Wetter stimmt, Piste stimmt, einwandfrei. Super, sehr gute Bedingungen, wunderbar. Super, perfekt präpariert, super gesteckt, flüssig, absolut problemlos. Mit 33 weiß ich, dass ich nicht der Erste bin, aber ich bin ganz gut dabei, würde ich sagen. Und bei dem Wetter macht es einfach Spaß. War richtig geil, ist richtig gut gelaufen. Hat echt Spaß gemacht. Spannend. Man freut sich im Vorfeld. Man versucht sein Bestes zu geben. Und erstens ist es natürlich ein Kampf gegen sich selbst. Und ich fürchte, die Jüngeren, die werden da schneller. Aber das sah schon gut aus. Ja, ich habe mittendrin Abkürzung kennen, weißt du? Nee, toll, ehrlich toll. Okay. Aber durch das, dass ich eigentlich nicht aus dem Bett gekommen bin, ist das leider nichts geworden. Wie oft dabei? 10-mal. 10-mal, das ist ja Jubiläum. Auch nie bereut. Ja, wenn ich dürfte nochmal, will ich nochmal fahren. Ja, sehr gut. Schöne Piste, alles gut. Nicht so eingefahren wie sonst die Jahre. Wunderbar, ja. Dafür, dass ich seit 3 Jahren das erste Mal auf dem Ski wieder stand, ist gut. Sau geil war's. Ich habe leider gestern das Training verpasst, aber ich habe die Strecke gefunden. Peace. Ja, super. Also super gesteckt. Astreine Verhältnisse. Besser kann's gar nicht sagen. Oh, hat Spaß gemacht, ne? Zweimal ein bisschen spät dran gewesen. Unten schön hingelegt. Ich weiß noch nicht, welche Zeit ich gefahren habe. Perfekt. Einfach nur schön. Super. Zeit gehört, ich habe es jetzt nicht gehört. Ja, Bestzeit gehe ich von aus. Super einwandfrei, kein Problem. Also es gibt noch keine Wannen und gar nichts. Nee, ein paar Schläge, aber die sind in Ordnung. Ja, Lift hat geklemmt. Oh, anstrengend, aber gut. Wir waren ja schließlich bis heute Morgen unterwegs. Ja, viel zu spät angekommen. Super gute Piste dafür, dass wir noch als letztes runtergefahren sind. Ja, hat Spaß gemacht. Und am Abend gab es dann in der urigen Hütte Pfandl die Siegerehrung. Hier noch einige Impressionen. Der Termin für den SHK Ski Cup 2014 steht auch bereits fest. Vom 26. bis 29. November darf wieder die Skisaison in Sölden eröffnet werden. Das war unsere Magazinsendung für heute. Schauen Sie schon am Donnerstag zu den Nachrichten wieder bei uns rein. Bis dahin alles Gute.